Du hast dich im Griff, wenn sie gleich kommt. Ich hoffe. Sie sieht sensationell aus. Unglaublich. Ja. Und sie war schon in früheren Sendungen immer ein absoluter Traumgast. Und einmal, muss ich ehrlich sagen, sind mir so die Nerven durchgegangen. Und erinnere mich bitte daran, dass mir das heute nicht wieder passiert. Ist schon ein paar Jahre her, aber ich wache immer noch schweißnass gebadet auf, wenn ich davon träume. Ja, ich meine, was würdest du machen, wenn ich dich plötzlich küssen würde, hä? Das kann ich mir bei dir nicht vorstellen, dass du das machen würdest. Herzlich willkommen, Verona Poth! Wahnsinn! Verona, setz dich bitte! Nimm Platz! Dankeschön! Oh, ich darf mit an euren Schreibtisch. Natürlich! Ja, natürlich! Das denn sonst? Da sitzen die Gäste immer bei uns. Ehrlich? Ich habe das schon so lange nicht mehr gesehen. Was? Ja, aber letztes Mal habe ich dich gesehen. Du warst nämlich parallel bei Maybrit Illner. Das stimmt! Zu unserer Sendung. Zum Thema zu viel Englisch in unserer Sprache, ja? Ja. Zum Thema Schule ganz allgemein. Richtig. Aber ist für dich als Mutter noch kein Thema, oder? Mit Diego. Nee, das war einfach nur mal eine gute Chance zu beweisen, dass ich auch englische Worte sozusagen in der deutschen Sprache erstmal bemerke und dass ich auch endlich mal sagen konnte, dass ich auch in der Schule war. Aber das haben wir ja alle, vor allem unser Sprachoffizier Walt Schneider, den wir später übrigens noch würdigen, das haben dir alle bestätigt, dass du es, und Herr Schneider sagte ganz charmant, Sie haben das hier nun ganz charmant geschafft, Sie gewissermaßen als kleine Frau zu stilisieren, die Sprache nicht beherrscht und gehen ganz gekonnt damit um. Aber da lief schon ein bisschen Augen raus bei ihm, oder? Ja, das ist ja einfach so. Ich warte meistens, bis der Mund zu ist. Dann versuche ich intelligent zu gucken und sage, Sie haben vollkommen recht. Vielen Dank. Da kommt man wirklich weit mit. Ja, aber du wirst doch gar nicht mehr in die Ecke gestellt. Im Grunde da hast du doch die Nummer für dich wirklich perfekt gelöst. Ja, ich denke schon. Also ich denke mal, dass ich mich da ganz tapfer schlage, sonst wäre ich ja heute auch nicht bei euch beiden, oder? Nein. Vor allen Dingen gleich im Doppelpack. Ja. Ich meine, bei dir war ich, glaube ich, schon 6, 7 Mal. Öfter. 10 Mal. Ja, 10 Mal. In der Sendung. Ja. 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 Ne, privat noch nicht. Privat noch nicht. Oder wir wollten nicht drüber reden. Ja. Weil die Zeit war nicht einfach damals. Genau. Es war nicht einfach. Harald? Waren das deine Absätze? Nee, ich habe es irgendwie knacken hören, aber es kann auch sein, dass es einfach, wir haben nämlich, du bist natürlich eine große Frau, wir haben auch Gäste teilweise, die eben mit Tom Cruise spielen und dann haben wir so ein kleines Podest gemacht, damit die Gäste perfektes Licht haben. Hier. Ja, das deswegen ist zum Beispiel vielleicht bei Olli das Podest heute. Wie ist das eigentlich für dich mit einem Mann, der fast so groß ist wie man selber? Ist das für eine Frau erregend, anturnt? Also ich muss sagen, Frank ist ja 1,90, das ist definitiv größer als ich bin. Aber ich habe auch so einen Mutterinstinkt, wenn ich so jemanden sehe wie Olli, dann will ich den immer am liebsten gleich knuddeln, weil er so putzig ist. Ja, der ist doch putzig, oder nicht? An mir soll es nicht liegen. Aha. Das stimmt. Ich würd gern zum Knuddeln rüberkommen. Ich bekomme ein Zeichen von der Regie, dass deine Kette am Mikro hängt. Ach so, okay. Nee, das haben wir gleich. Und so. Würden wir dich nicht verstehen. So ist natürlich perfekt. Meine Liebe, jetzt hast du aber Glück, dass du nicht bei Wetten, das bist. Ja? Hier, einmal. Servus, hier, Mikro. Da. Oder? Ja, es gab ja mal Diskussion damals, da war ich bei Johannes B. Kerner und er hat mich doch spontan angesprochen, ob mein Busen echt wäre oder nicht. Ja. Was? Ja, das hat er gemacht. Ich meine aber nur, wenn es, also er hat nur mal gefragt, also nicht, dass ihn interessiert. Er hat nur gefragt und nicht. Das war ihm bestimmt peinlich. Ich habe gesagt, du kannst ja mal anfassen und das checken. Und? Daraufhin hat er sich die Socken hochgezogen und hat gesagt, das mache ich nicht. Anschließend haben die Journalisten. Warum zieht er sich die Socken hoch? Er war, glaube ich, verlegen. Aber anschließend haben die Journalisten mich gefragt, hätten Sie das bei Harald Schmidt auch gesagt? Da habe ich gesagt, natürlich nicht, der hätte ja hingefasst. Also, heute bitte keinen Körpercheck hier. Ist leid. Ist aber wirklich wahr. Wobei ich mich frage, ist der Busen von Kerner echt?
Ich glaube, der hat da was machen lassen. Ja. Also ich glaube, Kerner hat sich die Brüste straffen lassen, wenn ja. ich das so sehe. Das wissen aber alle in der Branche. Ja. Redet er ungern drüber. Ja, aber es ist gut geworden. Sieht man, ist gut geworden bei Johannes. Es ist gut geworden. Ja, ja, das ist das Wichtigste, wenn es elegant gemacht ist und man nicht sieht. Und das ist das Wichtigste auch noch, das müssen wir aufklären. Für viele haben gelacht, als wir den Namen Diego genannt haben. Es ist natürlich nicht der Fußballer, der jetzt mit Sarah Connor womöglich zusammen ist, sondern dein Sohn. Nee, Diego, also mein Diego ist 5. Und, obwohl das... Ja, heutzutage werden die Männer ja immer jünger bei den Frauen. Ist euch das mal aufgefallen? Das ist der neue Trend. Die Männer werden jünger bei den Frauen. Ja, das ist wirklich. Der neue von Schrowange wird jetzt eingeschult. Ja. Das ist aber der Trend. Toll. Wäre das für dich, ich meine, ihr seid glücklich, du und Fanny, aber wäre es theoretisch vorstellbar, ein so viel jüngerer Mann, 15 Jahre jünger? Also gibt es nur einen, ich würde gern den Sänger von Tokyo Hotel, den finde ich toll. Wirklich, Bill? Bill? Ja. Nein. Mit dem würdest du gern zusammenkommen? Ja, das wäre doch ein Traumpaar, oder nicht? Würdest du diese Beziehung nicht ernst nehmen? Ich nehme jede Beziehung ernst, über die ich lesen darf in der Presse. Da gab es ja nicht so viele. Ich kann mich sowieso nur an eine noch schwach erinnern. An welche? Bei dir. Wollen wir über so alte Themen reden? Ach so, bei dir? Nein, wir wollen über solche Themen wollen wir nicht reden. Ist doch mega lang her. Ja, scheiße. Das sind fantastische Fotos. Das sind wirklich tolle Fotos. Dankeschön. Bist du schon 40 geworden oder wirst du es? Nein, ich bin 39 und ein Jahr. Ah ja, okay. Ja. Das ist ja gut. Das ist sehr amerikanisch, aber ich bleibe jetzt auch einfach bei 39 aber stehen. Aber ich meine jetzt mal, du hast mit diesem ganzen Altersgedöns überhaupt kein Problem. Du siehst wirklich fantastisch null. Aus. Interessiert mich kaum. Ist es für dich, sag mal ehrlich, ist es für dich ein Thema? Ja, also sage ich mal, das Alter an sich nicht, aber man macht sich natürlich Gedanken. Also es gibt immer noch Situationen, wenn ich mir alte Ausschnitte anschaue, wo du mich jetzt hier abgeleckt hast, wie die Briefmarke damals. Da war ich ja noch ein Kind. Klein und unschuldig, konnte mich gar nicht wehren. Jetzt bin ich eine erwachsene Frau, jetzt sieht das anders aus. Ja, aber du hast ja nichts eingebüßt, im Gegenteil. Und ich meine, wenn man die Fotos jetzt sieht, zeig doch mal. Bei dem, ich habe gerade schon gezeigt, da wollte ich eigentlich wissen, ist da die Windmaschine kaputt gewesen oder war das jetzt gewollt? So, das fiel mir gerade noch ein. Also wenn ich ganz ehrlich bin, war wirklich eine Windmaschine im Spiel, das hast du gut beobachtet, man sieht es ja. Ja, ich bin ja auch ein Model, deswegen. Ja, ja, du hast da deine Erfahrung und ich habe nicht bemerkt, dass das Tuch so weit hochgerutscht nein. ist. Aber es ist wirklich, wo ist wurden auch. Die Fotos gemacht? Die haben wir in Los Angeles gemacht und Tony Durante ist der Fotograf und er ist wirklich ein Hammer-Fotograf. Nach meiner Meinung eigentlich der Größte, der jetzt auch nach Europa rüberkommt. Tony wer? Tony Durante. Tony Durante. Ja. Und wie kommt sowas zustande? Das heißt, da ruft GQ das Magazin an und sagt, Verona, wir würden gerne mit Ihnen Fotos machen. Ja, ich denke, ich habe letztes Jahr in der Max auch eine ähnliche Strecke gemacht, die nochmal anders fotografiert war. Die war sehr erfolgreich. Und das kann sein, dass die GQ dann gesagt hat, okay, die hätten wir auch gerne bei uns im Heft. Mein Manager, Alon Mitschik, hat mich angerufen und hat gesagt... Ach, das gehört nicht mehr dazu. Entschuldigung. Das gehört nicht dazu. Schon zu weit. Ja. Und blättert ja so oft weiter. Das war einfach ein Kompliment für mich, weil die GQ hat ja überwiegend Männer auf dem Titel. Wenn man ach so. Ganz genau hinschaut. Ja. Ja. Es sind ja 12 Titel im Jahr, weil wir 12 Monate haben und, ne, und dreimal davon. Überwiegend Männer. Warst du da schon mal auf dem Titel? Ja. Wirklich? War letztes Jahr durfte ich den Titel der GQ zieren. Du auch? Ja. Thema? Thema war, als wir gestartet haben. Ach so, okay. Da durfte ich Fernseher kaputt hauen und sowas halt. Hey, da wurde so ein bisschen Bezug dann hergestellt. Sind wir ja, 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 da machen die sich echt immer Gedanken. Ich habe mit Tony Moreno gedreht, gefilmt. Wir haben das in... War der nicht mal mit Matthäus verheiratet? Tony Moreno? Hieß er nicht so? Lolita Moreno. Moreno. Ja. Lolita Moreno. Ja. Und da haben wir dann die Fotos, sind dann nach Hawaii geflogen und haben die Fotos aber hier im Studio dann geschossen. Lange Geschichte. Das ist natürlich sehr clever. Aber du warst wirklich in Los Angeles, ja? Ich war tatsächlich da und ich muss sagen, es hat auch Spaß gemacht. Aber der Unterschied ist, man kann sie natürlich auch hier um die Ecke irgendwo fotografieren, aber die Atmosphäre verändert sich tatsächlich. Also das Wetter spielt eine Rolle. Es spielt auch eine Rolle, dass man das Gefühl hat, es kennt einen sowieso keiner. Also man verliert schon oder man kommt eigentlich viel entspannter ans Set, weil das ist eigentlich nicht so meine Art, so Nacki-Dai spazieren zu laufen. Da gibt es ein Bild, da stehe ich oben auf dem Turm, da habe ich eigentlich fast nichts an. Und ob man mir entglaubt oder nicht, eigentlich war ich dabei, mich umzuziehen. Und Toni sagte, komm jetzt mal auf den Balkon kurz. Ja, und dann habe ich so runtergeguckt. Hat Toni aber zur richtigen Zeit abgeschossen. Ja, Toni hatte alles im Griff. Da ist es. Das ist eigentlich meine Pause gewesen, meine Drehpause. Ach so, ach, da steht man einfach so.
Mir war ja bewusst. Hört auf zu fotografieren da unten. Jetzt knipst doch nicht alles. Ja, das ist tatsächlich das, dieser Bewegungsablauf und dieser Ton von dir, das ist aber schon... Ja, das ist... Ich was ist denn das für GQ, für ein Magazin, wo du da auf dem Titel warst? War das wirklich GQ? Das war wirklich... Oder hast du da so eine Ledermütze auf? Hast du was von Andrea Kiewel gehört, dass sie wieder im Fernsehgarten zurück sein soll? Du weißt, sie hatte ein bisschen Pech mit so einer... Kann man das sagen, Schleichwerbung? Schleichwerbung war es nicht, es war Wenn Werbung. Wenn ihr das jetzt aussprecht, dann werdet ihr auch verbannt. Was denn? Weight Watchers? Wir dürfen es sagen, Weight Watchers. Du hast es gesagt, beide weg. Nein, wir dürfen sagen, weil es ist ja eine journalistische Sendung und da geht es ja um Weight Watchers. Weight Watchers. Weight Watchers. Oh, benutzt du Weight Watchers? Oh, regelmäßig, gerade zum Haare waschen. Deswegen glänzt dein Haar auf dem Rolli. Ich bin ein anderer Typ dadurch geworden. Ja. Aber wie habt ihr beide denn zueinander gefunden? Ich meine, als wir uns kennengelernt haben, ist Olli geboren worden. Ja. Jetzt ist er herangewachsen, ein gesunder, prächtiger Teenie. Ja. Ne? Die Zahnspange ist er auch los. Nee, stimmt doch. Und jetzt sitzt er mit dir, eine Koryphäe in diesem Gebiet. Bei mir war es so, also als ich zu Hause ausgezogen bin, habe ich mich ja lange nachts mit GQ zugedeckt. Und du hast dich und ein eines Tages sah ich diesen geilen Typ mit Ledermütze. Und dann sage ich, hättest du nicht Lust, bei einer Show mitzumachen? Und er sagte, nee, ich mach gerade Mittagspause. Ja. So war's, oder? Aber ihr passt top zusammen. Ja, genau. Wobei, ich muss jetzt wirklich eines sagen. Andrea Kiewel war 26 Jahre im Gefängnis und wurde jetzt begnadigt und kommt wieder raus. Sie wird nie mehr Weight Watchers erwähnen und sie benutzt dieses Produkt auch nicht mehr, denn das ist das aktuelle Foto von ihr. Beim Wiedereinstieg in den Fernsehgarten. Bist du jemand, der gerne auf Weihnachtsmärkte geht? Sehr gerne. Es gab schon oft die Situation, dass ich mit Franjo vor einem Weihnachtsmarkt stand und dann hatte der zu, weil wir uns ein Datum vertan haben. Ups. Ja, was heißt im Datum vertan? Ja, das mitten ist im Sommer. Im Frühling war es. Okay, im Frühling war es. Nee, da habe ich angefangen zu weinen. Ich habe geweint. Doch. Geweint? Ja. Du hast Franjo vollgeheult. Total, die Hucke vollgeheult. Weil du nicht auf den Weihnachtsmarkt konntest. Es ist wirklich wahr. Ja, aber wo war das, in welcher Stadt? Das war damals in Köln, weil das erste Jahr in unserer Beziehung haben wir in Köln gelebt. Ja. Und das war ein Weihnachtsmarkt in Köln und ich wollte seit Tagen hin und als ich denn dahin kam, war der zu. Ja, aber entschuldige mal, das heißt doch man sieht mitten im Sommer euch auf der Domplatte stehen, du heulst, die Leute sagen, Herr Brot, was ist denn los? Und sagte Verona, ist so traurig, weil kein Weihnachtsmarkt ist. Ja, also ich habe vor kurzem tatsächlich etwas ausgefüllt und dann habe ich noch mal gefragt, welches Jahr wir haben. Ich lebe sehr zeitlos. Ja, ist aber eigentlich toll. Ja, aber das mit den Jahren wird auch eigentlich immer unwichtiger, oder? Es ist doch wirklich manchmal unwichtig. Ab 2007, 2008, was sagt uns das denn am Ende des Tages? Gibt es Geschenke? Du wirst jetzt schmunzeln, aber wir haben jetzt seit 3 Jahren, wir Pots, wir sind ja 8 an der Zahl, wir haben tatsächlich entschlossen, Diego kriegt natürlich was Schönes, ein Aquarium, ich hoffe, er guckt jetzt nicht zu. Nein, das ist nämlich genau nicht seine Uhrzeit jetzt gerade. Nee, aber wir sammeln einfach ein bisschen Geld und machen damit eine nette Sache. Ihr sammelt Geld und macht eine nette Sache, gut. Nein, es gibt eine Radiosendung. Eine Radiosendung in Düsseldorf, die heißt Lichtblick. Und die erzählen den ganzen Tag von verschiedenen kleinen Schicksalsgeschichten. Klein. Und da seid ihr dabei. Ja, ja, wir waren auch schon dabei. Dann gehen wir noch mal rüber auf den Weihnachtsmarkt, Verona. Vorsicht. Wir waren tatsächlich schon mal dabei, nur nicht gerade bei Lichtblick. Ja. Es gibt nämlich einen Radiosender, der jeden Morgen Franjo mich verarscht. Und zwar ist es so, es kommt die Stimme von Franjo und dann sagt er, Verona, ich habe eine super Idee, ich kaufe alle Yps-Hefte auf. Und dann komme ich und sage, was machen wir denn damit? Dann sagt er wieder, ich kaufe die für 5 Euro und wir verkaufen die für 3. Und sage ich, ja, was machen wir mit dem ganzen Gewinn? Ja, und jeden Morgen haben wir diese nette Verarschung. Schreib mal auf! Das ist gut. Ja. Das ist aber wahr. Ja. Aber das muss ich wirklich sagen, das ist großartig, wie du damit umgehst. Ich muss ja. Ja, aber das... Nein! Andere sind auch sind beleidigt oder Dings. Oder trennen sich. Ja, oder spring mich nicht an. Aber ihr seid da von Anfang an offensiv damit umgegangen. Und das ist wirklich eine tolle Qualität. Ja, wir beißen uns da durch. Und es gibt bestimmt auch noch ein gutes Ende für alle. Ach, toi, toi, toi. Doch, bestimmt. Ja, ich drücke euch die Daumen. So, jetzt würde ich sagen, machen wir ein Spiel. Wir leben in härteren Zeiten. Was ist? Man muss, solche Shows kann man nicht einfach mehr jetzt hier so in die Sendung reinfahren. Das ist richtig. Sie sind es natürlich gewohnt, gerade von so Erfolgssendern wie Sat.1, dass solche Sendungen auch noch einen dementsprechenden Titel haben. Na, dann mach doch leider was. Ich kauf das eben. Also ich ahne schon, ich soll da reingehen und mich von euch bewerben lassen. Nein, viel besser. Mach ich nicht. Und das ist unsere Show. Glüh! Die Weihnachten.
Weihnachtsmarkt-Show. Ja. Du hättest jetzt gedacht, wir sagen, stell dich hier rein und wir bewerfen dich? Quatsch. Das hätte ich euch zugetraut. Das war in der finsteren alten Zeit, ja, okay. Als es noch 12% Zinsen gab. Heute ist das so, heute. Dass Olli reingeht. Und sich super Idee, komm Olli. Gehst du rein? Ja. Und wir werfen? Wir werfen. Ihr dürft werfen. Olli setzt einen Helm. Ihr könnt werfen und vor ich fange mal mit Schuhen an, wie man es vielleicht beim Publikum vom Scheibenwischer kennt. die Zeiten werden härter. Früher hätte man Pfeile oder was genommen. Jetzt wirft man eine schöne Idee, auch für zu Hause, wenn überraschend Besuch kommt. Es lohnt sich, Olli? Denn es gibt 27 Millionen Euro zu gewinnen. Na, so einen Zufall könnte ich gebrauchen. So. Okay. Okay. Aber wir haben doch nur einen, Olli. Ihm wird nichts passieren. Aber er ist doch so süß. Ich kann ist doch egal. Ja. Ich kann was sagen, wenn du willst. Ja. Du musst was Freches sagen. Komm, sag was Freches. Nein, wenn du ihm nicht wehtun willst, ziel halt auf den Kopf. Komm. Okay. Olli, komm, einen frechen Spruch. Nee, mir, komm. Nee, willst du nicht? Mach doch einfach. Mach du zuerst, Harald, ich kann's. Oh nein. Nein, pass auf. Okay, mach ruhig. Pass auf. Aua. Gleichzeitig gilt aber eigentlich gar nicht. Nee, oh, die sind, das aber, auch nicht, die sind aber auch nicht schlecht. Ja. Ihr die könnt wir, die auch behalten. Die haben wir Peter Bond von den Füßen gerissen beim letzten Dreh. Oh. Oh, das ist ja wie beim Ehestreit. Da, du kommst doch mal rein. Ja, gut. Ja, sehr gut. Oh, das weiß ich nicht. Oh Gott. Komm raus. Alles okay? Alles okay? Nimm nur den Helm ab. Die moderne Medizin hat mir geholfen, wieder ein normales Leben zu führen. Ja, meine Damen und Herren, Oliver Pocher, kaufen und helfen. Wie Olli mit seinem neuen Schicksal zurechtkommt, Heiligabend bei Stern TV. So. Alles wieder gut. So, was haben wir denn hier? Glühwein? Mmh, lecker. Magst du Glühwein? Darf ich am Tauchsieder mal lecken? Das ist deine Spezialität. Ja, das haben wir in der Probe schon gemacht. Möchtest du ein bisschen Glühwein? Ja, gerne. Das ist ja richtig lecker. Ach, das ist so wahnsinnig lauschig. Heiß. Ach komm, bei euch steht das schon seit einer Woche. Nee, wirklich. Das ist nicht, dass ich so einen Kopf vom Glühwein bekomme. Ja. Wie meinst du das denn? Hm? Ich trinke den auch gerne. Ja, trinkst du den? Okay. Aber das dauert ein bisschen. Magst du wirklich Glühwein? Ja, ich glaube, danach sage ich auch die Wahrheit. Oh, das ist gut. Egal. Du direkt aus dem Topf trinken. Ja. Dann nimm doch mal. Danke, Harald. So, und für dich auch noch ein Gläschen? Nee, ich mag kein Glühwein. Also, Olli. Nee. Ja. Guck mal, da sind Fusseln drin. Nimm du mal den. Da habe ich kein Problem mit. Nee, bei dir doch nicht. Hier sind die Fusseln drin. Also ehrlich. Auf Harald. Der ist wirklich warm, ne? Ah, wie das schon duftet. Ja, das war Sägespäne. Das war ein Fußnagel.